Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Na, in der letzten Folge sind wir hier in Dahngrest gelandet und ich muss mir die ganzen Dinger ja noch merken. Entschuldigung. Und ja, ich habe ein bisschen gegrindet in der letzten Folge und dann habe ich auch offscreen fortgesetzt. Ich habe unsere Charaktere auf Level 26 gemacht und ich habe alles, was es zu lernen gibt, gelernt, damit wir ja das erstmal hinter uns haben. Ich habe auch alle Sachen, die man ist ja kaufen und herstellen kann, habe ich auch hergestellt. Und ja, sag ich mal, ja, alle Waffen, die ich herstellen kann, sogar hier von Repeat, das zweite Dingen, okay, bis auf das hier. Und halt Sachen, wo ich halt noch zum Beispiel, keine Ahnung, hier CS Leder kriege ich zum Beispiel nur von diesen Einviechern, die in dem Keller von diesen einen Typen wohnen. Und ja, da kann ich nicht zurück im Moment. Also ja, da konnte ich dementsprechend nicht farmen und herstellen. Und ja, da sind auch eine andere Sachen dabei, die ich noch nicht herstellen konnte. Und ja, aber alles, was ich herstellen konnte, habe ich schon mal hergestellt. Ich habe hier noch, ich glaube, das habe ich mal hergestellt, ne? Das hier habe ich mir geholt, geflügelte Stiefel, womit man angeblich schneller laufen kann, wo ich nicht so wirklich einen Unterschied merke, wenn ich ehrlich bin. Und ja, jetzt haben wir auch ein paar gelernt. Und zwar Estelle auf Level 26 hat Kavallerie gelernt, verhindert vorübergehendes Taumeln. Rita hat auf Level 26 des Cards gelernt. Das ist das hier. Irgendeine Formel, der ganz Kirchen, ich weiß, ich tue mir einfach nutze die Beschwörungsformel des Cards, also die Namen tue ich mir immer alle notieren. Und Juri hat einen hat er gelernt, aber ich weiß nicht auf welches Level. Ich habe ihn irgendwann erst mit Level 26 mal eingewechselt. Dann hat er leuchtender Zahn gelernt und ich weiß nicht, ob er das schon auf Level 25 oder 26 gelernt hat. Deswegen ja, ich werde so notiert. Ich glaube, das war alles gut. Also wir können jetzt hier weitermachen. Wir müssen jetzt nicht mehr so viel im Menü rumhocken. Wenn man eine neue Waffe oder so bekommen, dann können wir die direkt ausrüsten und müssen jetzt nicht hin und her wechseln. Und ja, das ist, glaube ich, ein bisschen gemütlicher. Deswegen habe ich das auch gemacht, damit wir halt nicht ja so viel im Menü herumeiern müssen. Und gut, wir wollen hier eine Gilde gründen und so, deswegen sind wir hier. Und ja, machen wir mal. Du stehst hier irgendwie verdächtig in der Mitte herum. Hey, was denkst du denn dabei, einfach hier rumzulaufen? Ja, wo stehst du denn in der Mitte des Wegs? Ja, auch mal, hallo. So, wir müssen mit irgend so einem Oberboss hier reden, ne, der irgendwie der Boss von der super starken Gilde ist. Den müssen wir finden. Und ja, machen wir aber. Verdammt. どの面下げてこの町に戻ってきてんだ。なんだよ、いきなり。おや、何の姿が見えないな。ついに見放されちゃったか。違う。いつもしつこいから僕があいつから逃げてるの。これがあるからダングレスと息を最初嫌がったんだな。 あんたらがこいつ拾った。まさか自慢できるのは所属したギルドの数だけだし。あ、それ自慢にならねえか。カロルの友達か。相手は選んだ方がいいぜ。なんだと？あなた方の品位を疑います。ふざけやがって。あんた言うわね。 ま、でもどうか。言わせておけば。あ、何の音？アラーム。また来やがった。モンスター。行くぞ。継承。魔物が来たんだ。魔物って、まさかこの振動、その魔物の足音？だとすると、こりゃ大群だな。 まあ、でも心配いらないよ。最近やけに多いけど。
Die ist sowas von kaputt oder wird kaputt gehen. Wie viel wollen wir wetten? Jedes Mal. Da müsst ihr mal beobachten. Jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, oh, diese Festung ist uneinnehmbar. Sie hat noch niemand eingenommen. Ungefähr eine Minute später kommt jemand und nimmt die ein. Dieser Typ war unbesiegt. Niemand hat ihn je geschlagen. Irgendjemand wird den besiegen. Diese Barriere ist noch nie kaputt gegangen und war immer stabil und so. Kaputt. Das ist jedes Mal so. Immer wenn irgendwas unzerstörbar oder so ist, dann ist, wird das auf jeden Fall irgendwann zerstört. Boah. Ja, oder Repeat ist verflucht. Hallo. Repeat steuert irgendwie gar nichts in den Cutscenes bei, habe ich so das Gefühl. Warum ist er überhaupt da? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich will mich mal hier umschauen, ne? Man sagt, es ist unsere Aufgabe. Es ist gar nicht Spaß, wenn andere gehen uns. Was machst du dann hier? Dann kämpft doch kein Face mit oder so. Er steht da einfach oder so. Oh, prüfen. Okay, nimm die mit, verdammt. Überall sind Sachen verstreut, sind Fässer aufgestapelt. Nimm fast mit. Zum purnen Stern kann ich nicht rein. Wenn nicht alles irgendwie Monsterjäger und so. Was macht ihr alles noch hier? Geht gefälligst da raus und kämpft und so. Ich gehe einfach da rein. Wir werden die Lage schon alles im Griff haben. Nein, sehe ich was. Gehen wir erstmal ins Gefängnis. Oh, das sieht genauso aus wie das Gefängnis in Tales of the Abyss. Mir kommt es nicht weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe sogar rein. Ja, was machst du jetzt, ne? Aber ein Apfelgummi im Klo gefunden. Das lasse ich aber liegen. Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Nimm das Gefäß mit. Ich glaube, dann lass mich in Frieden. Okay, das sieht echt aus wie ein Gefängnis. Wo, weiß ich nicht. Na verdammt. Ich gucke nur auf die Aufnahme, dachte ich, wäre da durchgegangen und dann nein. So. Bring mir was bei. Schon wieder seine Brille weggeworfen. Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Wohl habe ich mir mal kocht. Wuscha. Weinstrone. Ich gebe dir das hier zum Üben. Ich muss los, wir sehen uns. Ich muss gehen, mein Planet braucht mich. Wenn sie die Pfadfeinde und so. Don Zimmer, ich will die Gilde machen. Komm. Vielleicht draußen ist Chaos, aber. Ach man. Frage der Seenschmiede, eine Schmiedegilde, die Waffen und Rüstung erstellt. Eine der 5 Meistergilden der Union. Förder Ruinenforte, eine Gilde von Blastia-Ausgabern. Der Ruinenforte, achso, sind okay auf beiden Seiten gleich. Ich wollte schon sagen, das sieht ein bisschen mehr aus als nur 5. Max der Fortuna, eine Händlergilde unter der Führung von Kaufmann. Welches Blutbund, seine Söldner unter der Führung von Barbos. Lauf von Altos, auch Himmelsfall genannt, eine Gilde unter der Führung von Don Whitehorse, die mächtigsten der 5 Meistergilden der Union. Flagge der Union. Warte, warte. Irgendwann habe ich auch. Sind die Dings Jagdklingen nicht auch irgendwie? Okay, anscheinend nicht. Ich dachte, die von Carol ist irgendwie auch einer der berühmtesten. Aber anscheinend nicht. Du hast in den Kessel geguckt. Du bist ganz rot im Gesicht. Also. So, sind die Monster erledigt. Weil der Alarm klingt nicht mehr. Ja.
Das ist doch nicht unser Problem, Mann. Der Alarm ertönt und nicht mehr. Da ist alles wohl erledigt. Was ist denn hier schon wieder? Ach Mensch. Nee, schnappen wir uns. Was ist Rhinosaurus? Keine Ahnung. Aber ich steuere Carol. Okay. Wir sind Level 14. Warte. Ich bin schon wieder. Ach, verdammt, da wollte ich gerade einsetzen. Hundefutter, lecker. Ist alles schön auf. Blöck. Machen wir halt fertig, ne? In einer Blöcke. Halt. Du bist neu. Aber ja. Level 19. Verdammt. Ich habe aber leuchtender Fang gerade, ne? Mein Gott, der kettet hier ganz schön. Ich komme schon wieder nicht. Er rennt schon wieder so schnell weg. Ich krieg den wieder nicht. Alter. Oh. Boah, bleib du gefäß hier. Boah. Wieder ohne Futter. Lauf steht er doch, oder? Ja, der ist tot. Oder die. Wieso ist Arthur Schneider außerhalb von Kämpfen so stark? Ey? Jedes Mal, wenn er in Cutscene einsetzt, sind die Gegner einen Schlag weg. Und über Port sagen vor der Zeit. Geil. Heute war alle gerettet, ne? Die sind schon stark genug. Ist ja auch die Gildenstadt, also. Ja, das hast du gerade zweimal gesagt. Weil das Rita ja nicht ran. Jedes Mal, wenn die irgendwie so ein Blaster anfängt, explodiert irgendwas. Und dann glaube ich, sie ist irgendwie nicht so gut daran.
Na gut. Ja, kümmert ihr euch um die Monster, so wie ich das von Anfang an irgendwie geplant hatte. Was geht denn hier vor? Was ist denn los? Vielleicht ist es ja Estelle. Irgendjemand wird es auf jeden Fall sein. Ich habe so für Estelle irgendwie. Weil sie irgendwie ohne Dingens hier, ohne Blast, ja, Magie anwenden kann. Vielleicht hat er irgendwie damit was zu tun. Irgendwie so was, ne? Und ich kann einfach da rein. Dann zeig mal. Warum seid ihr nicht draußen und kämpft, verdammt? War jetzt schon? Das ist gar nicht gut. Was? Okay. So, wo ich bin jetzt, ich habe keine Angst vor Monstern, dann geh raus und kämpf, verdammt. Boah. Schlimmer als die Jäger im Monster Hunter. Irgendwie posen müssen, nachdem sie einen Trank trinken. Oh, apropos Trank, ne? Einen heiligen Trank. Halt. Ja, ich wusste es. Halt. Okay. Gut, dass ich dann noch mal vorbeigeschaut habe, ne? Dann hätte ich dann verpasst und dann wäre ich verflucht gewesen, ne? Und all den zwei Leuten, die sich dieses Projekt angucken. Was war da am Boden? Okay. Rita vermasselt es nicht. Okay, wir haben sich gedacht, nein, jagt das Ding nicht in die Luft. Bronze, Zink, was? Ja. Da kann ich auch hier. So, ist einer am Zaubern. Ja, das ist Rita. Komm her. Butsch. Machen wir mal den hier. Und mach mal deinen Expo. Ich hasse es so sehr, ey. Auf, ich kann auch grätschen. Ja. Mir sieht es viel stylischer aus. Oder eine Armbrust. Ich bin fertig. Ja, noch mehr Hundefutter. Gut. Okay, Rita jagt das Ding nicht in die Luft. でも、どうして。こっちも大変な騒ぎだぜ。なんだ、ロンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それで、シルトブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。コアは残ってる。術式いじって止めただけね。 Ich höre sie schon wieder nicht wegen den Soundeffekten. Da habe ich die runtergestellt. それが、これがこう。
Alles gut. Okay, gut gemacht, Rita. ものの方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。フレンのこと信頼してるんですね、やっぱり。他が信頼できないだけの話だろう。比較の問題ってやつだな。時々ユリの言うことは難しいです。 Anführer von 100 Gilden. この町にギルドってどれぐらいいるんだ？正確な数は知らないけど、ざっと100以上はいると思うよ。そんなにかよ。それ全部がユニオンに入ってるのか？うん、全部ってわけじゃないけど、でもそうだな。9割くらいは入ってるかも。それのトップ張ってるってことは、ドンってやっぱ本当にすげえんだな。そりゃなんたってドンだからね。 Okay, da war irgendwie so abgeschnitten, wo ich nichts gedrückt habe. Ich kann da nicht hoch. Okay, dann reden wir mal mit dem Don. Nalt. War clever, oder? Kann ich jetzt da rein? Nö. Okay. Dann gehen wir mal zum Don. Alt. Okay. Da. Nanda, um euch zu. Donni hat die Hanastai Kotogarunda. Ori zu ihr. Gudai Gildoni kann gegar Kotonanda. Minai Kaudana. Doko no Gildoda. Doko te. Doko de Monaikedo. Einig Don war Mamono no Mureo te. Machio de Tetazo. 魔物の群れを？ああ、魔物の巣を一網打尽にするんだと。なるほど。教えてくれてサンキューな。ああ。ドンの手伝いをしたら、ドンに認めてもらえて。しょうがねえな。街で情報を探るか。え？ドンの手伝いに行かないの？ 魔物の巣の場所知ってるのか。あ、そっか。手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。けど、それならエステルも一緒ってこと。そうですね。アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ。 Also mehr oder weniger umsonst hingekommen, ne? Grandios. Und da ist er wieder. 偶然であるもんだね。そういえば、フレンはグレンは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから、騎士が来ることなんてめったにないのに。ただの観光なわけはねえからな。当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン、大丈夫でしょうか。 Gildo の人たちの風当たりは強かったみたいですし、その点。Irgendwie nicht。あいつはデリケートにはできちゃいねえよ。なんせ。そうだといいんですが。もうだ、ゲームはまず、あ、そうだ、本体。うん、じゃあ、それリピート。もうだ、こめ、ちょっと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 、ちょっ
Ich dachte, jetzt aber irgendwie so Beine, die sich auseinander gespreizt hätten. Yeah. Da kann ich ein paar Rezepte holen oder so. Da wäre doch irgendwie perfekt, ne? Bist du denn? Nein, Freund kann auf dieser Stühle Platz nehmen. Also würde ich gern dort sitzen und speisen. Wenn die allerbesten Zutaten kaufen, deshalb kann ich her. Danke, ist die Stadt der Gilden. なんか街全体に活気があって、みんなが生き生きしている気がします。そりゃね、ギルド最大の街だし、みんな信念持って生きてるから。エスティルは、ダングレストは好き？はい、すごくいい街だと思います。ユリは？結界が消えたりしなければすげえいい場所なんじゃねえの？またそういうこと。冗談だよ。悪くねえと思うぜ。 Das ist aber nicht gut. Bonjour. Au revoir. Hey, ich bin keine Zutat, als komme gar nicht erst auf komische Gedanken. Ich bin in der Ausbildung zum Meisterkoch. Wir sagen mich aber hauptsächlich gefuttert. Dann bin ich auch Meisterkoch. Nee, mehr gibt es hier nicht. Kann ich da hoch? Nö. Hier gehen wir weg von diesen gespreizten Beinen. Was sind das hier für eine Kochstation oder Stadion oder was auch immer? Wenn ihr irgendwie nichts zu tun gibt, ey. Ich hätte gerne mal ein paar Rezepte oder so geholt. Ne, das wäre doch mal geil gewesen. Ich habe noch gar nicht ein Rezept nachgeguckt hier. Aber egal, wir müssen erstmal hier leveln, sag ich mal. Okay, Juri ist fast hochgelevelt mit dem. Okay. Sollten wir vielleicht mit ihm mal ein bisschen kochen? Ich bin erst 27 Minuten am aufnehme. Wer bist denn du? Warum stehst du auf einmal? So. Nehmen wir an, der Wald ist irgendwo hinter dieser Stadt, ne? So, speichern wir mal. Na, guck mal, 3 Stunden. 2,5 Stunden, nee, 2 Stunden 10 Minuten. Ja, sieht man mal immer wieder. Genau wie in Kingdom Hearts 3, da bin ich auch immer 3-4 Stunden lang irgendwie Sachen irgendwie am Suchen, weil da bin ich nicht am Grind, da bin ich Schatztruhen und so am Suchen. Das dauert irgendwie ewig, weil die so gut versteckt sind. So, ist das hier der Wald? Da ist ja der Wald, oder? Dann gehen wir mal da rein. Wald von Cave Mock. よの中にはこんな大きな木があるんですね。けどここまで成長すると逆に不健康な感じがするな。カロルが言ってた通りね。 ヘリオードでブラスティアが暴走した時の感じになんとなく似てる。気をつけて。誰かいるよ。あ、いや。よ、偶然。こんなとこで何してんだよ。自然観察と森林浴って感じだな。うさんくさい。 歓迎されてない？本気で歓迎されるなんて思ってたんじゃないでしょうね。そんなこと言うなよ。俺役に立つぜ。役に立つって。まさか一緒に来たい。Doch bitte, ich brauche mal ein neues Mitglied in meiner Truppe. なに？ダメ？背後には気をつけてね。変なことしたら殺すから。な。 俺ってばそんなにうさんくさい？ああ、うさんくささが全身からにじみ出てるな。どれどれ？余計な真似したら俺何するかわかんないんで、そこんところはよろしくな。
Eben hat sich der Gruppe angeschlossen, ausgezeichnet. Meinst du, ein Mensch ist denn der Don?見た目の話なら。そう、und einfach so hat sich jetzt Raven angeschlossen. Er ist Level 27. Weil er nach, er hat uns in so viel Mist hier reingeritten und dann als es einfach so, ja, okay, schließe ich uns an, alles klar, kein Ding. So, und habe ich mir schon gedacht, er hat Böden, Bögen. Deswegen konnte ich mir einen herstellen. So. Das hat alles schon aktuell, keine Ahnung. Weiß nicht, seine Bewegung hoch im Vergleich zu den anderen. Ja, ich kann Lederumhang. Man kannst nur Regen fallen, nicht voll auf Gegner vor dir. Bezeuge eine Diskussion, Abbruch, Abwehrbruch auf die Gegner. Nicht als Herz des Gegner wirkt vorübergehend Bandzauber im Gegner. Ein Schwein im Boden, weil dein Gegner trifft. Alter, nächster davon ist ausgerüstet. Mit einem normalen Angriff angehöre ich von der Distanz zwischen den Gegnern. Okay, wenigstens ist hier einer irgendwie was am Lernen. So, du, das erste, was wir hier machen, ist dir das Kochen beibringen. Ja, alles klar, zwielichtiger alter Mann. Bauernfänger, schon und neu werden andere wie ich auch betrogen. Okay, so, was ich aber nicht verstehe, ist, er hat doch ganz offensichtlich irgendwie ein Dolch oder so hier an seiner Hüfte. Wieso kämpft er dann mit einem Bogen, der sich in ein Kurzschwert verwandeln kann? Nur wenige können diese Waffe handhaben. Ah, okay. Aber der hat auch ein Kampfmesser als... Okay, ich habe schon gesehen. Sehr gut, ich habe es gesehen, okay. Boom. Probieren wir ihn mal aus. Upf. Okay, ich dachte schon, ist ja wirklich so langsam. Nee. Und er lernt eine ganze Menge Sachen. Was? Okay, gut, er kämpft wirklich mit Bogen. Sehr gut. Könnte nicht schlecht werden. Rasende Attacke, explosive Art, Sagittarius. Okay. Oh, was? Fällt mir ein. So, ganze Menge neue Angriffe. Was haben wir denn hier alles? Schieß einen Pfeil in den Himmel und lass ihn Augenblicke später. Ja, das würde ich gerne hier dann haben. In den Boden, durch das Herz des Gegners, ja. Tanzbär, dreh dich im Kreis und teile Liebe mit Messer und Schwert aus. Feuerpfeil in die Runde, um alle Gegner auf dem Weg anzugreifen. Okay. Gut, haben wir endlich mal einen Fernkämpfer hier. War hier nicht Natalia? Natalia, ne? Tales of the Abyss habe ich auch gerne gespielt. Mit ihrem Bogen. Und noch mehr Attacken. Oh, Magie. Magie? Magie. Okay. Repeater, was gelernt. Lichtschwert.
Oh, und ich greife mit dem Dolch an, wenn ich in der Nähe bin. Ja, schon auch nicht schlecht. Oh, das ist eine Mine. Ja, toll. Das Viech ist am Fliegen. Gut. Nennt er immer noch neue Sachen? Wirklich sehr seltsam. Wir haben einfach so einen Obdachlosen aufgenommen in unsere Gruppe. それどこまでもついていきますよ。それと森に来た理由は本当の自分を探すためって言ったでしょ。あんたがさっき言った理由は自然観察と心理欲でしょうが。あれ、そうだっけ？そう頻繁に記憶が飛ぶんじゃ自分も探したくなるわな。そういうこと。 So, ich habe jetzt gar nicht geglaubt. Komm, 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 ja, dann nicht. Du. Läuft mit einem riesigen Abstand hinter uns. なんか俺らを納得させるゲートがないの？ 俺を大道芸人かなんかと間違えてない？ ジェジェ、こっち来て。 え、僕？ Jetzt hat er ihn entführt. Pass auf. カロルはどうしたんだ、おっさん。うわ、ちょっと一人にしないで。うる、頑張れ少年。もうそろそろかね。 Ich habe auf ihn sehr hart geschossen. Was war daran gut? Er hat ihn in Gefahr gestürzt, dann von dieser Gefahr gerettet. そばに置いといた方が下手な真似しやがった時にいろいろやりやすいしな。おいおい、いろいろって。それもそうよね。なんか背筋が寒くなってきたんだけど。Ja, wo will ich sehen können, Clown deutlich. Du bist neu, komm her, ich laufe nicht vor. Sobald ich das nämlich mache, laufst du direkt hinter mir und dann heißt es schon wieder hier Dings. So, danke. Ich dachte, was der gemacht hat, irgendwie ist eine Fähigkeit oder so. So, Herzchen. Na, warte mal. Blattfledermaus. Über Limiter. Explosive Saat. Was ist das? Kommt ja auch mal irgendwann runter? Oh, da kommt nur einer. Okay, gefällt mir. Zauberharz, das brauche ich doch für irgendwas, glaube ich. Oder auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schon wieder ein bisschen näher, seit ich. Oh. Boah,
Ich dachte, dieses eine mit dem Pfeil gerade war irgendwie was wir jetzt auf dem Feld hier machen können. Das ist dieses Gesicht, wenn er angreift, sein Porträt. Na, oh, komm mal her. Ist aber endlich mal jemanden, der irgendwie so weglaufenden Gegnern hier in die Fresse hauen kann. Mehr oder weniger. So. Na gut, so weiß jetzt wieder der richtige Weg. Das ist wahrscheinlich wieder der richtige, ne? Pass auf. So, ich habe mich umgedreht. Ha. Hast du jetzt nicht lang gedacht, ne? So, seid ihr? Nö. Was bist du denn? Sag irgendwie so ein Riesendingen. Level 23, okay. Ich glaube, wir sind halbwegs gut gelevelt. Kann keine Art einsetzen, wenn er irgendwie so angreift. Finde ich irgendwie nicht so gut. Ups. Boah. Einen Moment lang vergessen, wie man das macht. Das ist aber krass. Boah, ich gehe auf den großen los, den treffe ich besser. Aber geh weg. Bis dort. Nein. Um. Was ist das? Wir sind die Gegner irgendwie nicht mehr so stark, ja. Ich will schon sagen, die sind ein bisschen zu schwach. Dieses Teil mit ihren Riesenknüppel, ey, habt ihr das gesehen? Ihren riesen Morgenstern, Alter. Passende Ausrüstung von Heiler, ne? Au. Ja, komm. Na, ja, Mann. Ja, was bringt das noch mal? Okay. Fall durch das Herz gehen und wir vorbeugen Bannzauber beim Gegner. Was bedeutet das? Können ja nicht mehr zaubern. Immer sagen das, ne? Wieso? Wieso schießt er nicht wie ein normaler Mensch, ey? Was soll das? Warte, ich treffe mich hier. Pass auf. Boom. Na, warte du. Der hat nur 6000 AP, ey. Boah, ey, das ist so dämlich, ey. Wer hat diese Mechanik hier erfunden, diesen Spiel, ey? Oh, ich habe meinen Angriff abgeschlossen, dann renne ich jetzt mal weg. So, S-Stock habe ich doch, glaube ich, ne? Ja. Okay. Sehr gut, mich, dass es hier überall anläufigen, überschüssigen Ehe gibt. Ja, zu viel Ehe kann negative Auswirkungen auf Menschen und Plastik haben. Wenn du viel Ehe einatmest, beschleunigt sich dein Stoffwechsel und du wirst schneller erschöpft als sonst. Oh, du weißt ja mehr als ich dachte. Was? Das ist nicht das gesunde Menschenverstand. Mir ist schon klar, dass die Leute was über Auswirkungen von Ehe auf den menschlichen Körper wissen. Aber ich wusste nicht, dass es allseits bekannt ist, dass Blastia unter Umständen mit Ehe übersättigt werden kann. Nee, jeder, der mit Body Blastia zu tun hat, sollte das wissen. Also mir war das neu. Ich hatte bisher gerade eben, als Rita es erwähnte, noch nie davon gehört. Du sollst aufhören zu faulen und die Nase mal in ein paar Bücher stecken, Kleiner.
Aber wer hat das gedacht? Er weiß was. Wo bin ich hier gerade? Warte mal. Mal unten hier richtig, ne? Falsch. Also richtig. Falsch ist richtig. Oder auch nicht. Okay, was machst du da? Wir müssen schleunigst los. Ja. Uah. Geht weg, greift mich nicht an. Geht weg mit dir. Carol ist schon gut. Ist schon weggeflogen. Was? Ja, okay. Dann mal weiter. Captain Carol, kommt mir etwas verändert vor. Dir nicht auch? Glaubst du, mir kommt der Kleine so weggetreten wie immer vor? Nein, etwas ist anders. Der Carol, den ich früher kannte, hätte sich in so einer Situation glatt in die Hose gemacht. Oh, stimmt. Da hast du recht. Oha, Insekten, ein Riesenschwarm. Achtung. Ja, haut ab, haut doch, haut schon ab. Ihr geht, hey, was soll das? Ah, meine Augen. Ich habe dir nur was gegeben, um dir den Riesenschwarm Insekten vom Leib zu halten. Wo hat sie das Ding? Ah, ist doch nicht zu fassen. Boah, ich dachte, ich müsste sterben. Carol, du hast echt Angst vor Insekten, oder? Wäre ich? Überhaupt nicht. Ist schon okay, Carol, du brauchst uns nichts vormachen. Hier, nimm das hier. Original Insektenspray aus Aspio. Hält die Biester fern. Oh, wenn ich darf? Klar, aber versprühe nicht in der Nähe von Personen. Das kann ziemlich brennen. Dann bin ich also nicht mehr meine Person, Mann. Na los, gehen wir. Carol hat folgendes Basisart gelernt. Insektenatem. Beängstigend. Okay. So, okay, cool. Okay, cool. Sackgasse. Orangengummi. Estelle. Carol hat Dingens gelernt. Lass ein Giftglas ausschwimmen, um deine Gegner anzugreifen. Aktiv gegen Insektengegner. schön. So, da wurden die ganzen Cutscenes ausgelöst, also nehme ich mal an, da ist falsch, also richtig. So. Boom, boom, boom. Ah. Boom, 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 boom. Ah. Ah, verdammt, falscher Angriff. Wollte ich eigentlich treffen, weil es mein Überleben noch aktiv war. Du Pisser. Ah, ausgewichen. Was jetzt? Wie das Ding so eine Schraube machte. Na, habt ihr schon alles erledigt? Nö, au. Wir waren noch alle voller AP, fast. Das ist so bescheuert, ey. Komm hier ran. Ja, ne. Dann kann ich bestimmt besser treffen, genau. Wieso treffe ich damit nicht? Auf Restart, ey. Das ist es. Ah, dieser. Das ist so eine nervige Mechanik, ne? Ja, ich habe dich einmal angegriffen, jetzt renne ich weg.
Für immer und ewig. Oh. Ey. Oh, bitte rennt nicht weg. Was machen die denn immer so eine Schraube, wenn ich hier damit treffe? Oh, sieht aber echt nicht viel ab, ey. Au. Warte du. Warte du, Kleiner. Was ist dieser Kampfstil? Und Verteidigung und Widerstand und einfach bloß Rückschritt verarzten. Das sind 5 von 6 Fähigkeiten jetzt gewesen. Boah. Oh, geh doch mal ein bisschen weg. Boah, Junge. Warte, jetzt gibt es also besser. Wir sind alle fast voller PS, Zell. Brauchst uns nicht heilen. Ah, sehr gut. Ich habe also gegen fliegende Gegner, solange die ein bisschen unten sind. So, das hier sieht auch schon wieder richtig aus. Warum treffe ich diese Dinger nicht, ey? Ey. Ich laufe immer weiter, ey. Ja, super. Wieso tut der immer beim zweiten Schlag schon eher runterfallen, weil die fliegende Gegner sind oder was? Ja, ich war im Überlevel. Oh. Ja, muss ich jetzt hier wieder zurücklaufen? Ich glaube, ich muss wieder zurücklaufen, ne? Da mag ich nicht so. Also weitläufigen Gebiet, ne? Weg. Geht weg. Sie hat ein bisschen was von Hubert aus Tales of Graces. Der Daumenbogen, den man irgendwie 2 Klingen verwandeln konnte. Eine Doppelklinge und 2 Pistolen. War doch ein bisschen krasser. Boah, ich muss das mal googeln, ne? Irgendwie der einzige bin, bei dem dazu ist, oder ob sich andere Leute auch darüber beschweren, ey, boah. Ich habe der allerletzte, ey. Ich gehe mal kurz zurück. Mal mit einem heiligen Trank. Ich habe schon das Gefühl, ich bin ja schon wieder viel zu weit. Mir kann sein, dass wir ein bisschen schneller sind, ne? So, da hinten sieht zum Beispiel wichtig aus, ne? Ich knüpfe mir das hier mal alles. Und dann gehe ich wieder, ne? Jetzt geht's da weiter. Pass auf. Okay, hier ist richtig, nehme ich an. Alter, wieso führt denn der eine Weg dann so weit? Und da haben wir noch jemanden. Oh,
俺様にお任せよっと。当たりました。ナイスキャッチなのじゃ。ナイスキャッチョ。やっぱりアイフリードのお宝ってやつを探してるのか。アイフリード。のじゃ。嘘くさ。本当にこんなところに宝が？誰？測量ギルド。それは。マグラがいろいろと教えてくれるのじゃ。連中は世界を回っとるからの。それでラゴーの屋敷にも入ったってわけ？結局何もなかったんでしょ？ 100% 信用できる話の方が逆にうさんくさいのじゃ。ま、確かにそうかも。あんた 100% うさんくさいわよね。ひどいお言葉。とりあえずうちは宝探しを続行するのじゃ。一人でうろうろしたらさっきみたいにまた魔物に襲われて危険なことに。Deswegen musst du dich uns anschließen. Aber 襲われてたんではないのじゃ。戯れてたのじゃ。多分魔物の方はそんなこと思ってないと思うけどな。パティ、後ろ。Und sie hat eine Knarre. Schließ dich uns an. Zumari, ich tue dem da ich so gut der Kotoga. Ich schaue nicht kann. Sekka, da geht doch. Otakara Sagashi, Mata noch kein Stocker. Sole war dann ein Schigokuna noja. Demo Uchiwa, Sole demo Ikunoja. Saraba noja. Ich tue. Hontu nicht da ich so gut an der Schuka.本人が大丈夫だって言ってるんだから大丈夫なんでしょ。だといいんだがな。あ、気にしても仕方ねえ。俺たちも行こうぜ。Oh, das habe ich gesucht. Da können wir ja speichern. Neben diesem Monster. Ja, gut. Fand ich jetzt viel erreicht, ne? Ich nehme an, wir haben viel erreicht, glaube ich.Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter in diesem Wald, wo wir wahrscheinlich erstmal wieder zurücklaufen müssen, weil das hier doch der richtige Weg ist. Und ja, ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.